Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Also, ich habe diesen Freitag lang überlegt, was ich euch erzählen könnte. Und dann habe ich heute Morgen irgendwann, bevor ich ins Bett gegangen bin, durch Zufall den Wetterbericht gesehen. Und da hieß es, dass es am Samstag, Sonntag, glaube ich, um die 25 Grad bis 30 Grad haben soll. Und das ist echt warm. Und da habe ich mir dann gedacht, so, ich könnte euch so ein paar kleine Tipps geben, wie verhindere ich Schwitzen im Sommer oder dieses, dass alles viel zu warm ist. Ja, damit fange ich an. Also, mein erster guter Tipp ist, es muss sich jetzt total komisch anhören für viele, aber trinkt am besten warmen Tee oder Kaffee oder Kakao, was auch immer euch da beliebt. Aber trinkt warme Getränke, weil wenn man warmes trinkt, wird ans Gehirn gesendet, dass es warm ist. Und wenn man kalte Getränke trinkt, dann tut das Körper vermitteln, ich friere, und dann produziert er noch mehr Hitze und dann wird es einem eher noch wärmer. Und das ist ja dann kontraproduktiv. Das ist dann so ein Moment kühler, aber auf der ganzen Tag gesehen ist es eher Mist. Mein zweiter Tipp ist, auf jeden Fall, man kann einen Ventilator anmachen und die sind ja auch toll und alles. Aber nicht zu lange laufen lassen, weil gut, dann ist Zimmer kälter und alles. Aber das ist dann auch so, dass es keine natürliche Kälte ist, sondern so eine künstliche. Und da kann man sich dann ganz schnell eine Erkältung einfangen. Und ich glaube, im Sommer will man keine Erkältung. Ja. Mein nächster Tipp ist, man sollte sich hier kaltes Wasser oder einen kalten Lappen oder irgendwas drum binden. Das ist dann sehr gut, weil dann wird direkt der Puls gekühlt und das tut dann der ganze Körper abkühlen und dann wird es einem auch schneller auf nicht mehr frischer. Und mein nächster Tipp ist, dass es manchmal einfach auch so einen nassen Lappen ins Zimmer zu legen oder eine Schüssel mit kaltem Wasser einfach irgendwo hinstellen und dadurch wird dann durch die Verdunstungskälte wird dann das Zimmer automatisch kühler. Und diesbezüglich noch ein Tipp für alle Haustierbesitzer. Wenn ihr Haustiere habt, dann holt euch einen Lappen oder ein Handtuch oder irgend sowas und tut es in kaltes Wasser tunken und legt es dann auf den Stall von eurem Tier drauf. Und dadurch, dass dann die Verdunstungskühle kommt, hat es dann das Tier auch kühler und kann leichter atmen und ja, ist dann einfach humaner für das Tier. Und dann müssen die nicht so schwitzen, weil die haben ja meistens auch noch Fell und ich will mir gar nicht vorstellen, wie warm das ist unter dem ganzen Fell. Dann mein nächster Tipp ist, ja, kurze Kleidung tragen, das hilft immer. Sowas wie einfach nicht so viel Kleidung, luftige Kleidung tragen, also nichts, was ganz hautnah anliegt, weil dann hat die Haut keine Chance mehr zu atmen und dann staut sich die Hitze unter den Kleidern und das ist ja dann auch nicht sehr gut. Und dann wird es einem halt dadurch warm. Für die Nacht habe ich den Tipp, dass man auf jeden Fall auch das mit den Schüsseln machen kann. Immer eine Schüssel ins Zimmer stellen, dann ist immer erstmal kühler. Nachts sollte man keine Ventilatoren laufen lassen, weil da erkältet man sich zu 100 Pro, hat man mir mal irgendjemand gesagt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, warum, aber es hat mir mal jemand gesagt und ich habe es auch mal probiert und dann hatte ich wirklich in dem Jahr eine richtig fiese Erkältung. Also, und glaubt mir, im Sommer erkältet sein ist ein Horror. Weil dann ist es so warm und man kriegt von der Hitze schon keine Luft und dann auch noch die Nase zu und dann sitzt man wirklich stundenlang so da. Und klingt so wirklich wie so eine Mischung aus Darth Vader und ja, Darth Vader und jemand, der kurz vorm Erstickungstod ist. Das ist wirklich unangenehm. Und wenn man dann auch noch Fieber dazu bekommt, dann ist es doppelt unangenehm, weil dann ist es einmal ja noch heißer und dann schwitzt man und. Und schwitzen finde ich ja schon an sich eine unangenehme Sache, weil dann wird man ja nass. Also, ich versuche Schwitzen zu vermeiden. So,
Wenn man natürlich keinen Ventilator hat, werden jetzt viele Leute sagen, ja, aber wie schaffe ich es dann, dass das Zimmer kühler ist, vor allem wenn jemand vielleicht südlicher wohnt oder sowas und solche Geschichten. Und da habe ich nur einen Tipp, also den habe ich dieses Jahr entdeckt und der ist, wenn es Nacht ist, also wirklich so zwischen dem Moment, wo die Sonne untergeht, plus 2 Stunden, bis ungefähr maximal 8 Uhr das Fenster aufmachen und komplett alles durchlüften lassen. Und dann spätestens um 8 Uhr der Rollladen runter und das Fenster zu, weil dann ist es wirklich so, dass es tendenziell im Zimmer total kalt ist. Also bei uns in der Wohnung durch diesen Lüftungstrick ist mein Zimmer das kälteste Zimmer, obwohl ich am südlichsten bin. Und das ist auch gut für mein Häschen. Isa freut sich riesig, weil die schwitzt diesen Sommer, hat bisher noch kaum geschwitzt. So. Ja. Und natürlich auch noch ein Tipp ist, dass ein Handtuch nehmen, um sich hin und wieder einfach den Schweiß abzutupfen. Zum Fächern hilft auch. Also nicht so gut ist, wenn man schwitzt und dann fächert, weil dann hat man wieder dieses kalte Luft und nass sein und das kann dann zur Erkältung führen. Aber abtrocknen und dann mit einem Ventilator oder mit einem, wie heißt jetzt das Ding, Fächer oder irgend sowas, sich ein bisschen kalte Luft zuzufächern, ist dann natürlich auch sehr ratsam. Auch natürlich sehr empfehlenswert für Leute, die jetzt zum Beispiel sei es unterm Dach wohnen oder sehr weit oben, ist in Keller oder einfach ein paar Stockwerke nach unten zu gehen, weil je weiter man nach unten geht, je kühler wird's. Allerdings bin ich kein Mensch, der gerne im Keller sitzt und von daher, ich mag den nicht, der ist so dunkel und miefig und da sind überall Spinnen und ich bin kein Spinnenfan. Und von daher ist natürlich für mich Keller keine gute Option, aber es gibt ja Leute, die finden, da haben einen schönen, sauberen, hellen Keller und da empfehle ich dann wirklich sowas wie, stellt euch einen Fernseher oder irgendwas in den Keller, da kann man auch drin leben eine Weile lang. Also es ist immer noch besser, als sich fast den Tod zu schwitzen. Ja, und mein letzter Tipp ist, über den Sommer jetzt nicht allzu anstrengende Dinge machen. Also sowas wie ein Marathon laufen würde ich euch total abraten davon, weil dadurch wird es einem ja noch wärmer und dann kriegt man sehr schnell einen Hitzeschock und das ist einfach nicht gut für den Körper und das empfehle ich euch einfach nicht. Gut, das zu meinen Tipps, wie man sich abkühlen kann. Jetzt erzähle ich euch noch so ein paar Dinge, die gerade bei mir los sind. Ich habe dieses wirklich tolle, etwas zu große Sachbuch, die Städte der Welt bekommen. Das zeigt die historischen Städte, was für mich echt gut ist, weil Assassin's Creed Unity ist leider im antiken Paris und da eine Karte zu finden, wo man sich dann wiederum dort zurechtfindet, war wirklich schwer. Und durch das Buch habe ich jetzt geschafft, mich da ein bisschen besser zurechtzufinden. Die andere Sache ist, ich bin jetzt gerade total der Animal Crossing Junkie. Ich spiele gerade wirklich jeden Tag, glaube ich, so um die 7 Stunden Animal Crossing. Und für jeden, der jetzt Animal Crossing New Leaf spielt, ein kleiner Tipp am Rande, sollte man jetzt nicht machen, aber wenn ihr, sagen wir mal, euren DS auf die Uhrzeit geht und einstellt, dass man, sagen wir, den 12.6. haben und dann das Spiel startet und einmal speichert und dann das Spiel wieder beendet und dann nochmal in die Uhr geht und dann sagen wir mal 2000, also 50 einstellt, also eine total hohe Zahl, dann bekommt ihr Zinsen bei dem Spiel und dadurch habt ihr dann ein höheres Guthaben. Aber diesen Trick habt ihr nicht von mir. Oh Mann. Ich wünsche euch auf jeden Fall was und nicht vergessen, habt ein schönes Wochenende, auch wenn es warm ist. Haltet euch kühl. Falls jemand einen Tipp hat für mich, wie man sich kühler hält in dieser Zeit, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und eine wunderschöne Zeit. Bis bald und tschüss!